Vor genau 13,8 Milliarden Jahren entsprang unser Universum aus einem Urknall, zusammen mit Raum und Zeit. Das bedeutet, davor gab es weder Raum noch Zeit. Übrigens, in Einsteins klassischer Feldtheorie über die Gravitation entsprang es aus einer Singularität. Und das bedeutet, davor kann nichts anderes existiert haben. Das ist nach heutigen Erkenntnissen anders. Wir haben heute die moderne Quantengravitationstheorie und die besagt, alles entsprang aus einem sehr kleinen Raumbereich. Und das würde bedeuten, dass es davor sehr wohl vielleicht ein anderes Universum hätte geben können. Wie auch immer, nach dem Urknall gab es nur Elementarteilchen, Fermionen und Bosonen. Und die fügten sich nach ungefähr 380.000 Jahren zu neutralen Atomen zusammen. Und dabei strahlten sie Energie ab, die man bis heute als sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung immer noch sehen kann. Das Babyfoto unseres Universums zeigt die genaueste Karte der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das Bild basiert auf den Daten des Europäischen Weltraumteleskops Planck, das sie aus allen Himmelsrichtungen zusammengetragen hat. Die Hintergrundstrahlung hat in verschiedenen Richtungen geringfügig andere Wellenlängen, was in unterschiedlichen Farben dargestellt wird. Diese räumliche Verteilung wurde inzwischen von mehreren Weltraumteleskopen vermessen. Anhand dieser Daten konnten die Forscher die Krümmung des Raums ablesen. Im April 2000 verkünden sie erstmals ihr Ergebnis. Wir leben in einem absolut flachen Universum, das sich in alle Ewigkeit ausdehnen wird. Die räumliche Verteilung der Hintergrundstrahlung bestätigt die nach dem Urknall blitzartige Ausdehnung des Alls, die Inflation. Und sie ist Zeuge für die Zeit, als das damalige Universum, bestehend aus einem breiartigen Plasmazustand von Quantenteilchen, in die heutige wohlgeformte Welt der Atome und Moleküle überging. Die Phänomene der modernen Quantenphysik spielen beispielsweise an einem ganz einfachen Punkt der modernen Kosmologie eine Rolle, nämlich die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist eine Wärmestrahlung, die das ganze Universum durchsetzt. Deren Spektrum kann man nur erklären, wenn man die Quantenphysik kennt. So hat die Quantenphysik genau genommen begonnen. 1900 hat Max Planck die Wärmestrahlung mit Hilfe der Quantenphysik als erster erklären können. Und um diese kosmische Hintergrundstrahlung zu erklären, brauchen Sie also direkt die Quantenphysik. Und in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung hat man zum Beispiel auch kleine Fluktuationen. Und auch diese Fluktuation kann man eigentlich nur erklären, wenn man in die kleinsten Teilchen der Welt guckt. Der Hintergrundstrahlung auf die Spur kamen im Jahr 1964 die beiden Physiker Robert Wilson und Arno Penzias. Eigentlich wollten sie Radioquellen in der Milchstraße erforschen. Ein schwaches Rauschen störte dabei ihre Messungen. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um Mikrowellenstrahlung aus dem Weltall, einem Teil der Hintergrundstrahlung, handelt. Die Entdeckung war ein großer Schritt in der Erforschung unseres Universums und somit auf der Suche nach unserem Ursprung. Das Universum in der Zeit kurz nach dem Urknall war ein anderes als das, in dem wir heute leben. Die erste kurze Zeit nach dem Urknall, den wir jetzt sagen wir als den Beginn unseres Universums ansehen, war das Universum sehr klein, sehr dicht, sehr heiß. Und es wurde komplett in seinem Leben dominiert von der Teilchenphysik. Gravitation spielte keine Rolle. Es spielten drei Naturkräfte eine Rolle. Das ist die elektromagnetische Kraft, die wir kennen. Es ist die Kraft, die also Atomkerne zusammenhält. Man nennt das auch die starke Kraft. Und es ist die Kraft, die verantwortlich ist für den radioaktiven Zerfall, die heutzutage sehr schwach ist und kaum zu erkennen ist, aber damals, zur frühen Zeit des Universums, wo es einfach sehr, sehr heiß war, doch eine dominante Rolle spielte und so die das Geschick oder die Unterhaltung zwischen Teilchen mitbestimmt hat. Die Gravitation bekam erst Bedeutung, als sich das Universum begann auszudehnen und abzukühlen. Die Ära des Urplasmas endete rund 380.000 Jahre nach dem Urknall.
Atome und Elektronen fanden sich zu den ersten Elementen zusammen. Zuerst hat man dieses heiße Plasma, das homogen ist, wo überall das Gleiche ist. Und dann bilden sich Kondensationskeime, an denen erst die Atome auskondensieren und dann die zusammenklumpen und immer mehr Materie anziehen, weil wo schon was ist, da gibt es die positive Anziehungskraft, die Schwerkraft, die dann immer mehr anzieht und dann bilden sich die ersten Sterne. Anders als die anderen Kräfte wirkt die Gravitation auch noch über große Entfernungen. Daher ist die Gravitation die im Makrokosmos dominierende Kraft. Sie formt Galaxien und Sterne. Und es ist die Gravitation, die Galaxien miteinander verschmelzen und Sterne am Ende ihrer Lebenszeit kollabieren lässt. Wie enden große Sterne, die mindestens dreimal so massiv sind wie unsere Sonne? Es ist immer derselbe Prozess. Wenn die Sterne am Ende ihrer Fusion angekommen sind, haben sie einen gigantischen Eisenkern. Und zum Schluss kollabiert er zu einem sogenannten Neutronenstern. Die ganzen Massen stürzen also auf diesen Neutronenkern, prallen dann von ihm ab und die dabei erzeugten Neutrinos unterstützen diesen Rückprall. Und damit beginnt die Supernova-Explosion. Der Kollaps eines massereichen Sterns bedeutet eine gigantische Explosion. Eine schlagartige Freisetzung großer Massen an Materie, Energie und Licht. Getrieben wird diese Explosion durch das kleinste und scheinbar unbedeutendste Quantenteilchen, das wir kennen, das Neutrino. Weil es Neutrinos aber in unvorstellbarer Zahl gibt, pro Sekunde durchschlagen viele Milliarden von ihnen unseren Körper, sind sie es, die den gigantischen Explosionsdruck erzeugen. Und so einen Stern mit bis zu 100-facher Sonnenmasse zum Zerbersten bringen. Neutrinos sind schwer zu beobachten, sie interagieren kaum mit Materie und durchdringen selbst massivste Materialien. Alle anderen Teilchen werden durch das, was zwischen der Quelle dieser Teilchen liegt und dem Nachweisgerät auf die eine oder andere Weise gestört, abgelenkt, vielleicht durch Magnetfelder nach links oder nach rechts gedrückt. Neutrinos passiert das nicht. Den Preis, den wir aber dafür zahlen, ist, dass sie so schwer nachzuweisen sind. Solchen Simulationen von Supernova-Explosionen liegen komplexe physikalische Modelle zugrunde. Sowohl die Gravitation als auch die Wechselwirkungen der Teilchen auf subatomarer Ebene müssen berücksichtigt werden. Und so kann man diese riesigen Explosionen in der Makrowelt des Universums nur verstehen, wenn man tief in die Welt des Kleinsten, der Quantenphysik, eintaucht. Es gibt einfach viele Dinge in der großen Welt, die man ohne Quantenphysik, ohne die ganz kleinen Dinge nicht verstehen könnte. Also alleine schon, warum ein Atom stabil ist, kann man nur verstehen, wenn man in die Quantenwelt guckt, wenn man die Quantenmechanik verstanden hat. Es gibt schon viele Dinge in der Makrowelt, die man nicht verstehen kann, ohne zu wissen, wie es im Kleinen und wie das einzelne Atom funktioniert. Supernova-Explosionen sind gekennzeichnet durch ein plötzliches Aufleuchten im Universum. Kurzzeitig sind sie so hell, dass sie ganze Galaxien überstrahlen können. Die Überreste solcher kosmischen Ereignisse können die Forscher sehen. Zum Beispiel am Krebsnebel, der mehr als 6000 Lichtjahre entfernt ist. Er leuchtet in verschiedenen Farben, aufgrund der ionisierten Gase, die von der Explosion übrig geblieben sind. Wobei jede Farbe ein charakteristischer Fingerabdruck für das jeweilige chemische Element ist, das in den Raum geschleudert wurde. Darunter Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Silikate, die im Inneren solcher Sterne erbrütet wurden. Die Bausteine, aus denen auch die Erde und schließlich wir Menschen entstanden sind, wurden in solchen Supernova-Explosionen geschaffen. Der Mensch besteht aus Sternenstaub. Seine Existenz ist eng verbunden mit dem Urknall und den sterbenden Sternen in der weiteren Entwicklung unseres Kosmos.